Hi, mein Name ist Anton Gulke und ich bin Solution Manager hier bei Huawei. Ich habe damals vor 4 Jahren gerade mein Studium abgeschlossen in der Informatik mit ein bisschen Fokus auf künstliche Intelligenz, habe mich dann entschlossen, zu Huawei zu gehen. Zuerst habe ich angefangen im Service und habe dort vieles unserer Techniken oder unserer Technologie kennengelernt. Und nach einer gewissen Zeit habe ich beschlossen, hey, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, ich würde gerne in den Pre-Sales gehen. Der Pre-Sales ist letztendlich der technische Teil des Vertriebs. Das heißt, ich arbeite viel mit meinen Sales-Kollegen zusammen, um Kunden zu gewinnen. Pre-Sales heißt bei Huawei Solution Manager. Wir verkaufen nicht nur einzelne Produkte, sondern verkaufen das gerne in der Lösung zusammen, um das an den Mann zu bringen und damit auch mehr Werte zu schaffen. Was mache ich in meinem tagtäglichen Leben als Pre-Saler? Ganz viel Pitchen, wo ich unsere Produkte vorstelle, dann aber auch das Lösungsdesign und die Konfiguration der Lösung. Und als dritter Punkt, ganz, ganz wichtig, die Kommunikation mit dem Partner, mit dem Kunden und auch mit dem Sales-Team und alle, die dazugehören. Mit wem hat man so zu tun? Gerade als Pre-Saler ist man so das Zentrum von sehr vielen Teilnehmern. Das heißt, von wirklich vom ersten Kontakt mit dem Kunden bis zum Delivery macht man die ganze Bahn mit. Das heißt, erstes Mal Kundenkontakt, dann mit einem Partner kommunizieren, über den die Lösung zum Kunden gebracht wird. Dann viel mit dem internen Sales kommunizieren, damit man ja eine gute Kommunikation zum Kunden bringen kann, zusammen Lösungen und Vorteile ausarbeiten. Dann kommunizieren wir noch sehr viel mit R&D. Wir sind eine sehr technische Firma oder eine Hochtechnologiefirma. Dann kann man auch noch mal mit denen reden oder vielleicht das eine oder andere Kriterium vom Kunden zu unserem Forschung- und Entwicklungsteam, das dem R&D-Team bringen. Ja, am Ende auch noch das Delivery, um es zum Kunden zu bringen. Was wir auch noch machen, sind viele POCs. Das heißt, oftmals, wenn wir einen Kunden angehen, möchten die das System erstmal testen. Testen heißt POC, Proof of Concept. Dort schicken wir denen entweder eine Maschine oder sie kommen zu uns in unser Lab und können es dort ausprobieren. Und dort zeigen wir dann, wie die ganzen Maschinen funktionieren. Und es funktioniert sehr gut, gerade wenn die einmal getestet wurden, sieht man sehr gut, dass es erstens ja, sehr, sehr, sehr schnelle Maschinen sind, also hochperformant. Dann Redundanz ist auch immer sehr wichtig für Kunden. Und zu guter Letzt eine einfache Bedienbarkeit, kann man sehr viele Kunden gewinnen für sich. Eine Herausforderung bei Huawei ist ganz klar, dass wir noch nicht ganz so stark im Markt vertreten waren vor einigen Jahren. Wir sind noch so der Newcomer, wachsen aber sehr, sehr, sehr schnell. Das bedeutet, dass wenn man jetzt so einen IT-Leiter trifft, der hat vielleicht das letzte Mal vor 3, 4 Jahren seinen letzten Storage gekauft und da war Huawei noch nicht so im Markt vertreten. Das heißt, wir sind oft so wie ein weißes Blatt Papier, noch komplett unbeschrieben und man muss quasi von null anfangen beim Kunden. Das ist aber dann auch wieder das Schöne, weil oftmals hat man IT-Leiter, die setzen sich auf ihren Stuhl und lehnen sich erstmal zurück und okay, ich schaue mir jetzt mal an, was Huawei so zu bieten hat. Und irgendwann, wenn man dann die ganzen technischen Details rausholt und die ganzen Technologien, die bereits verfügbar sind, rücken sie immer weiter vorne auf ihren Stuhl und können es am Ende kaum erwarten, noch ein bisschen mehr zu erfahren. Und das ist dann eigentlich die Herausforderung, die dann wieder sehr viel Spaß macht, weil man dort viele Kunden mitgewinnen kann. Für mich gibt es 3 Punkte, die sehr wichtig sind für diese Position, die man mitbringen sollte oder lernen kann in der Position. Erstens, Kommunikation ist sehr wichtig. Man muss letztendlich technische Fakten an den Mann bringen. Als zweites, man muss ein gutes technisches Verständnis haben. Am Ende, man muss erst die Technik verstehen. Erst dann kann man die Vereinfachung sehr gut rüberbringen und auch den einen oder anderen technischen Teilnehmer überzeugen. Und zu guter Letzt, eine gewisse Flexibilität hilft immer im Sales. Sales ist sehr agil. Da hilft es auch, flexibel zu sein. Als Ziel in Huawei habe ich erstmal meine großen Projekte alle zu gewinnen. Das heißt, dort sind viele größere auch Universitäten dabei oder der eine oder andere größere Industriekunde, die ich gerne für mich gewinnen möchte oder für unsere Technologie. Und in ein paar Jahren würde ich auch gerne weitergehen im Management und dort in eine Managementposition gehen. So, und dann zu guter Letzt, Servus und vielleicht bis bald.